Es ist Samstagmorgen, ich war gestern Abend noch unterwegs, habe nur 3 Stunden geschlafen, aber das macht nichts, denn ich bin am Flughafen und treffe mich jetzt gleich mit meinem Kumpel James aus Cambridge. Wir fliegen nach Südkorea, dort wohnt Yevgeny. No one cares. Die freundlichen Briten. Ich sehe wirklich so ein bisschen aus wie ein Trottel hier mit meiner Kamera. Wir fliegen jetzt gleich nach Südkorea, dort wohnt Yevgeny, der war schon mal bei mir im Podcast. Und dann machen wir einen Boys Trip, 10 Tage Südkorea zu dritt. Ich kann es kaum erwarten. Auf geht's. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass es bei meinen Reisen manchmal etwas holprig zugeht. Und jetzt hatten wir gerade beim Check-in schon die erste Situation. Denn man muss für Korea so ein Visum beantragen, so ein Kurzvisum. K-ETA heißt das. Furchtbare Website, wirklich die schlechteste Website, die ich je gesehen habe. Und ich dachte eigentlich immer, die Südkoreaner wären so modern mit Digitalisierung und so, aber wirklich, da ist jede Website der Bundesregierung besser. In jedem Fall habe ich dort dieses Visum beantragt, habe 6 Pfund, 10.000 Won oder so bezahlt. Das wurde auch von meinem Konto genommen, ich habe aber nie eine Bestätigung erhalten. Mein Kumpel James hat eine Bestätigung erhalten und da war mir auch schon so ein bisschen bange. Und dann meinte er im Check-in auch, ja, wo ist denn Ihr Visum? Wo ist Ihr PDF? Und ich so, habe nichts bekommen. Habe im Spam geguckt, die haben das Geld genommen, also bin ich davon ausgegangen, dass es okay ist. Und er so, ja, kann ich sie nicht fliegen lassen. Habe ich dann mehrfach mit ihm noch gesprochen und er meinte immer so, nee, keine Chance. Und letztlich dann über eine andere Person zur Border Control, zum Supervisor, die dann meinen Pass nochmal geprüft haben und dann letztlich entschieden haben, dass ich tatsächlich im System bin und alles in Ordnung ist und es sich niemand erklären kann, warum ich die E-Mail nicht erhalten habe. Aber das war jetzt hier schon mal die erste Prüfung und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das J hat entweder für einen Direktflug in Economy oder für einen Business-Class-Flug über Frankfurt gereicht. Ich habe mich natürlich für den Business-Class-Flug entschieden und sitze deswegen jetzt in der Lufthansa Lounge und habe gerade schon die Nachricht erhalten, dass der Flug 50 Minuten verspätet ist. In Frankfurt haben wir 1 Stunde Zeit für den Anschluss. Es bleibt spannend. So, es scheint bei den 50 Minuten Verspätung zu bleiben. Sie haben das Gate jetzt angekündigt und dort sollte James auch schon auf mich warten. Hello buddy, how are you? I'm at the gate. Oh, I can see you. That's fine, let me film you. Good to see you. In meiner Lufthansa-App habe ich gerade die Info gekriegt, dass jetzt Boarding für den Flug nach Südkorea ist. Während hier im Flugzeug gerade die Durchsage war, dass wir an der falschen Stelle gelandet sind. Naja, irgendwie an der falschen Rampe jedenfalls hingefahren wurden und jetzt auf Busse warten müssen. Es wird sehr, sehr spannend. Tamam. Ich bin in Frankfurt im Hotel. Ey, das kann man echt niemandem wünschen, mit mir zusammen zu reisen. Tut mir ein bisschen leid für meinen Kumpel James. Ich bringe einfach Unglück. Und ich habe es nicht mal mitgekriegt dieses Mal. Ich muss eingedöst sein, als das Announcement kam. Bin zu James rüber im Flugzeug nach so 2,5 Stunden Flug und habe gesagt, hey, was geht? Und er so, ja, ich bin natürlich ein bisschen genervt. Ich so, wieso bist du genervt? Und er so, du hast schon mitbekommen, dass wir gerade wieder umdrehen nach Frankfurt zurück. Ich habe 5-mal nachgefragt, dachte, der verarscht mich. Aber nein, es scheint tatsächlich ein technisches Problem gegeben zu haben und sind dann umgekehrt und wieder in Frankfurt gelandet. Dort hat die Feuerwehr gewartet und ganz viel Polizei. Und die haben dann erstmal 30 Minuten lang unsere Bremsen gekühlt. Wir standen da, dann wurde unser Flugzeug irgendwann in eine Parkposition gezogen und wir wurden in Busse verladen. Aus dem Flugzeug raus wurden wir dann in Hotels eingeteilt. Das ging sehr unkompliziert, weil ja die ganze Maschine mit allen Gästen jetzt am nächsten Tag fliegt, also alle ein Hotel benötigen. Das heißt, jeder hat einfach über die Lufthansa-App eine Benachrichtigung bekommen beziehungsweise eine E-Mail und einen Hotelplatz zugewiesen gekriegt. Kleiner Scherz. Es gab einen Service-Desk, in dem ein Lufthansa-Mitarbeiter eine riesige Schlange natürlich von Kunden abgearbeitet hat, für jeden Kunden zum Telefonhörer greifen musste, um eine Reservierung zu machen. Ich hatte Glück,
und war relativ früh dran, aber ich glaube, das hat ungefähr 2 Stunden gedauert, bis der letzte bearbeitet wurde. Corona-Test muss ich natürlich auch nochmal einmachen, weil der alte natürlich abgelaufen ist, nicht mehr innerhalb von 24 Stunden vor Abflug, aber jetzt habe ich es endlich ins Hotel geschafft und morgen geht es dann wirklich nach Seoul, hoffentlich. So Leute, wir sind in Korea und sind, naja, gut angekommen, würde ich nicht sagen. Wir sind angekommen. Erstmal natürlich ohnehin frustrierend, einen Tag zu spät in Seoul anzukommen. Aber dann die absolute Krönung, die Koffer waren nicht dabei. Wir haben ja die extra Nacht in Frankfurt verbracht. Wir hatten also 24 Stunden Zeit. Und am Morgen, am Sonntagmorgen, bin ich dann in Frankfurt mehrmals immer wieder zum Schalter. Aber die waren wirklich sehr schlecht informiert. Da, wo das Boarding stattfindet, die wussten nicht mal, dass am Vortag der Flug umgelenkt worden war. Und dass sie das nicht wussten, war ihre Aussage, dass die Koffer ja auf jeden Fall verladen werden, auch dann nicht mehr so glaubwürdig. Ja, in Seoul waren wir so ungefähr 11, 12 Leute, deren Koffer fehlten. Dann haben wir erstmal Formulare für Lufthansa ausgefüllt, dass wir unsere Koffer vermissen und dann war die Frage, ja, wann kommt der Koffer? Das Gute ist, dass ich in meinem Koffer immer einen GPS-Tracker habe und zwar einen Apple AirTag und der hat dann irgendwann angezeigt, dass der Koffer sich in einem österreichischen Wald befände. Wir haben dann geschlussfolgert, dass selbst die Lufthansa in ihrer aktuellen Krisensituation wahrscheinlich nicht unfähig genug ist, den Koffer in einem österreichischen Wald zu verlieren und stattdessen der GPS-Tracker kurz ein Signal hatte, als sie über Österreich geflogen sind. Dass also mein Koffer sich im nächsten Lufthansa-Flug, der nur wenige Stunden nach unserem in Seoul eintreffen würde, befand. Wir haben da ungefähr 5, 6 Stunden damit verbracht, auf den Koffer zu warten, im Kreis zu laufen, verschiedene Anlaufstellen zu versuchen. Also Lufthansa nicht so beeindruckend im Moment. Sie haben auch witzigerweise gerade nochmal einen Brief geschickt, einen Brief vom Lufthansa Board an alle Kunden, dass sie sich entschuldigen dafür, dass sie derzeit einen so schlechten Service abliefern. Immerhin sind sie ehrlich, wir wollen mal sehen, was auf dem Rückflug noch alles so schief geht, aber jetzt freuen wir uns erstmal auf Südkorea. Hier gerade an der DMZ, dieser entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea, warten noch auf einer anderen Touristengruppe und dann geht es da gleich rein. Wir sind in der DMZ auf neutralem Grund zwischen Süd- und Nordkorea. Hier stehen Panzer im Hintergrund und man findet hier altbekannte Podcast-Gäste, Evgeny. Come and say hi to my viewers. Hey guys, what's up? So, DMZ war super cool. Ich weiß nicht, was genau ich erwartet habe, aber auf jeden Fall nicht, dass man Leute trifft, die meine YouTube-Videos gucken. Genau. Also, du fährst morgen, du warst in Korea für wie lange? 5 Monate. Und bist aber dann ab morgen wieder in Frankfurt? In Frankfurt, genau. Und willst du irgendwas sagen über Seoul, irgendwelche Weisheiten? Ja, Seoul ist super nice, Riesenstadt. Also man kann wirklich 2 Stunden durchfahren. Soju, sehr lecker. Und definitiv worth a visit. Ja. Soju probieren wir heute Abend aus. Wir gehen jetzt ins Apartment, uns frisch machen und dann wird gefeiert. Table Barbecue und Soju. Exactly. Hier ist gerade ein Riesentumult in der Straße, weil Niklas Steenfert in Seoul ist. Nein, Spaß. Und zwar irgendein koreanischer Streamer und alle sind versammelt. Is that the Korean version of the tornado?
where you like spin the beer bottle. Oh, nice. Okay, open it. What's your verdict, James? What's your verdict? Superficial. Superficial? To the extreme. Wow. It has the appearance of something delicious. Like many of the desserts in this place, Solbean. But underneath, if you scratch the surface, it tastes like shit. Wow, it's so deep. Sorry, I have to say. It's a metaphor for life, really. You're right. You enter it, you see it, you're like, oh, this looks amazing. Then you realize to your horror, that there's no depth. There's a vacuum underneath. Exactly. And all your hopes and dreams collapse. Yeah. Evgeny, what's your opinion on this? Fluffy, sweet, and low density. Is it good? Is it a good thing? Yeah, I'd recommend everyone try it and be immediately disappointed. No, it's alright. It's just like very light. Oh mein Gott, es ist der Monsun. Es ist der strömende Regen, der hier ausgebrochen ist. We're going the wrong way again. Are you fucking kidding me? Wir haben das Apartment gefunden. What the fuck? Google Maps funktioniert nicht. Monsun, strömender Regen. Aber irgendwie sind wir da. Was ist das bitte für ein Regen? Ey, die Footage ist nicht VOG-tauglich und alles rausgeschnitten. Nö. James und ich verbringen heute den Nachmittag in Suwon im Speckgürtel von Seoul, was sich als ziemliches Abenteuer erwiesen hat, denn wir haben erstmal die falsche Bahn genommen, letztlich über 2 Stunden hierher gebraucht und sind dann in den fürchterlichsten Monsunregen geraten. Ich weiß nicht, wessen Idee das war, in der Monsunhochzeit Korea zu besuchen. Ich habe es ein bisschen aufgenommen, aber ich glaube, in der Kamera kommt der Regen nicht so fürchterlich rüber, wie er in Wahrheit ist. Wir haben uns dann untergestellt in einem Souvenirshop und jetzt hat es aufgehört zu regen und wir gucken uns jetzt hier den Tempel in Suwon an. Auf geht's. Look at this guy. So James, as a Cambridge historian, what's your assessment of this fortress? I think it's a beautiful piece of history, of Korean history. And I can very much get a sense of the tranquility that the Joseon dynasty must have experienced here. It's beautiful, peaceful, definitely recommend it. If you manage to get there, if you manage to find a cab or get on the right train. So Leute, koreanische Brezeln oder Brezelsticks, weil es keine Originalbrezeln mehr gab. Und wenn ihr denkt, dass die Amerikaner viel Zucker in ihr Brot packen, dann habt ihr die Koreaner noch nicht gesehen. It was very hard to communicate a cappuccino. Because as soon as I said cappuccino, they said, no, we don't have that. Because as we now know, earlier, like yesterday, I ordered a cappuccino in a bakery and I got this bizarre, how did you describe it? Phallic? It was a phallic threaded tube. Yeah, a phallic tube, yeah. And she very confidently gave me that as a cappuccino. Es spricht in diesem Land fast niemand Englisch. Hätte ich nicht gedacht, in Seoul. We'll be right back.
So, wir sind jetzt hier im Herzen vom Odesan National Park. Wunderschön, angenehme, kühle Luft hier und absolut keine Menschenseele. Wir sind hier zu einer Art Raststätte gefahren, die allerdings geschlossen ist. Und wir haben auch absolut keine Idee, wie wir wieder zurückkommen. Die an der Taxi-Hotline sprechen sicher kein Englisch und die Taxi-Apps funktionieren nicht, wenn man keine koreanische Bürger-ID hat. Aber irgendwie kommen wir schon wieder, hoffentlich, zurück. Careful, James, careful, because there is no one here, but there is a cat protecting her little kittens. So lovely. Oh, look at those kittens. So cute. All right, so in fact, James did not allow me to try to get to the little kittens, feed the little kittens, or take one of them home, or generally have any fun. Please follow these COVID instructions, because it says, please move slowly. Ingredients harmless to the human body. All right, let's move slowly. Stabiler Aufstieg, auch hier mit der Kamera und so. Da merkt man, dass man keine 20 mehr ist. Ne? Heute Cardio and Leg Day. Halbe Strecke, ernsthaft. Uff. Wehe, der Aufstieg lohnt sich nicht. Aber ich glaube, er wird sich lohnen. Das hat sich gelohnt. Unglaublich cooler Ausblick, der hier sicher schon professionell als B-Roll eingeblendet wurde. Es ist allerdings jetzt langsam ziemlich dunkel. Viel dunkler, als es in den Videos wahrscheinlich aussieht. Ja, deutlich dunkler, als es in den Videos aussieht, sehe ich hier auf dem Bildschirm. Was einfach daran liegt, dass die Sony A7 S3 legendär im Dunkeln aufnimmt. Kein Product Placement, aber es ist deutlich nach Sonnenuntergang und wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir wieder nach Hause kommen, dass wir erstmal eine Stunde wieder zurückwandern und dann hoffentlich irgendwie ein Taxi finden, um 16 Kilometer weiter entfernt dann einen zweistündigen Zug nach Seoul zu nehmen. Wünscht uns Glück, ich habe jetzt keine Lust mehr, den Abstieg zu filmen, also Cue, Aufstiegs-B-Roll, rückwärts abgespielt. Ich finde es nur geht vor ein Leben. Ist fast ein Schimmel. There's someone there. Even if they don't speak English, we can use Google Translate. Hello. Could you help us call a taxi, please? You speak English? Wow. Yeah, a little bit. A little bit. 가까운 콜택시를 좀 불렀으면 하거든요. 15 minutes. Right? 15? Yeah. Oh, thank you so much. Thank you so much. You are safe. Thank you very much. Yeah. No time wasted. We're on the train. Last train. This would have been really difficult. We probably would have had to find a hostel somewhere in the countryside. And now it's a Friday night in Seoul. Quite different. Yes! Keep doing it, keep going. Whoa! Ich stehe hier in so einem koreanischen Dönerladen, kommt so ein Typ, meint so, hey, geiles Shirt. Und dann plötzlich bist du Niklas Stehnfert. Du bist Deutscher, Erik, und lebst in Südkorea. Sag irgendwas über Seoul, wie du dich fühlst, lässt jemanden grüßen. David Döbele, hast du schon gehört, bist du Fan? Ich bin seit 2,5 Jahren, ich bin jetzt hier an der Yonsei University, mache meinen Fulltime Master. Ich bin fast durch und so klein ist die Welt. Ich treffe jetzt hier den Stefan. Ist die Welt Stefan, verrückt. Stefan, sagen wir mal wegen Stehnfeld.
Das ist nicht wegzukriegen. Wir gehen jetzt gleich in einen Club namens Faust. Techno Club, Berliner Vibes im Herzen von Seoul. Peace. Partying until 6 a.m. Berlin style techno. Man, I could barely get a fucking Faust taxi to get here. Wow. Oh, what a night. Wow. At unexpectedly. 2 unexpectedly. 2 a.m. Nicholas is like, we're going. James was like, what's the point going out at 2 a.m? And then. And now. Here we are. I'm ready for another day. Exactly. It's 10 a.m. It's like. No. Let's go get some breakfast. Who would have thought that we spent four hours in the national park? And who would have thought that we spent 4 hours? We hiked back in pitch black, here. And now we're here. Now we saw the free spirits of the Seoul city. Crazy. Let's get breakfast. Actually, yeah, exactly. That's what I was gonna say. Let's go. So Leute, die Reise neigt sich dem Ende zu. Ich bin hier in der Lounge am Incheon Flughafen. Ziemlich schicker Hintergrund übrigens. Und werde mich gleich zum Gate begeben. Und dann wird Lufthansa mich und mein Gepäck, diesmal hoffentlich ohne Mätzchen, über Frankfurt nach London bringen. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Meine Kumpels aus Cambridge, James und Yevgeny, waren teilweise etwas kamerascheu. Und ich hatte die Kamera dann am Ende auch gar nicht immer mit. Aber ich hoffe, es hat einen guten Eindruck gegeben. Wenn ihr Bock auf mehr solche Vlogs habt, dann lasst unbedingt gerne einen netten Kommentar da und abonniert den Kanal. Und wenn ihr tägliche, vollständigere Einblicke in meine Reisen und meinen Alltag haben wollt, dann folgt mir auf Instagram. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.